Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers Resources Suffered Republic. In der letzten Folge hatten wir ja ein kleines Problem mit der Müllindustrie gehabt. Und zwar hatten die Kippmüllwagen, die wir hier oben stehen, leider sich alle mit Metallschrott vollgefüllt, weil die Anlagen hier sich ja teilweise schon relativ voll sind und auch viel Metallschrott angesammelt haben. Und sich die Anlage den Spaß hatte, hier etwas Metallschrott aus irgendeinem Grund wieder zurückzudrücken, wurde das natürlich alles blockiert und ich hatte vergessen, hier den Häkchen reinzumachen, dass hier nur gemischter Müll reinkommen soll und kein Metallschrott oder welcher Schrott sozusagen auch immer. Hat sich hier die Annahme eben halt blockiert. Die LKWs haben sich da oben wieder zurückgestellt und haben gewartet, bis das Gebäude wieder welches annimmt, was es ja nicht gemacht hat. Und daraufhin haben sich dann auch alle anderen Gebäude mit Müll wieder aufgefüllt und auch dementsprechend die Produktionen auch eingestellt. Was in solchen in diesem Fall natürlich dann auch ein bisschen logisch ist. Wir haben das Problem behoben. Jetzt läuft das Ganze ja auch jetzt wieder. Und wir haben hier oben in Zitkowe hier ein neues kleines Zentrum errichtet. Mit ein bisschen Sportangebot, Monument, mit alten Gebäuden sozusagen. Sind dabei, die ersten Gebäude auch zu errichten. Hab auch schon Gehweg und sowas errichtet. Und hatte dann auch noch vor, hier in die Ecke auch noch, noch so ein kleines Wohnzentrum mit zu errichten. Oh, die erste Werbetafel ist auch schon fertig. Und deckt hier dieses Gebiet alles mit ab. Das ist auch sehr gut. Das Monument ist auch fertig. Sehr schön. Dadurch wird die Loyalität natürlich auch ein bisschen weiter ansteigen, hoffentlich. Nein. Und ja. Also hier kommen dann auch noch zukünftig weitere Wohnhäuser hin, die wir auch dringend brauchen, weil die beiden, die wir hier in Ljuslav gebaut haben und Zitkowe, sind auch schon wieder voll besetzt. Das heißt, wir, oder ich plane mal hier die nächsten Wohngebäude rein. Hier kommen wahrscheinlich auch zwei von dem Block hier wieder rein. Weil die einfach halt die den Ausgang oder... Wo haben wir das Gebäude? Hier haben wir. Weil das der Eingang und also die Fußgehweganschlüsse einfach nur auf einer Seite sind. Und so soll es ja auch sein. Und deswegen werden wir hier diese Gebäude auch mit am Rande zur Bahn auch benutzen. Oh, können wir auch sogar durch die Stromleitung gehen, aber das lasse ich. Also hier kommt eins der Blöcke hin. Also ich muss das jetzt irgendwie mal ein bisschen genauer aufteilen. Also eins kommt wie ganz genau hier hin. Dann vielleicht eins hier so ein bisschen schräge. Oder vielleicht auch so. Wir haben ja die Gebäude auch noch ein bisschen kleiner. Ich glaube auch nur mit einem Anschluss. Da setze ich dann den Block einmal rein. Das Gebäude kommt hier oben so ein bisschen schräge mit rein. Und dann noch einmal wieder zurück zu dem Gebäude. Das kommt dann hier hin. Und dann wieder nochmal den großen Block, den wir eben hatten. Das Gebäude kommt direkt daneben. Dann müssen wir hier auch gleich nochmal einen Gehweg so durchführen. Und dann schauen wir mal, was wir hier in der Mitte dann errichten werden. Ziehen wir jetzt hier einmal einen Gehweg durch und schließen dann hier unten wieder an. Das müssen wir dann jetzt auch einmal bauen lassen. Und mal sehen, was wir dann, wie gesagt, dann hier unten errichten. Ist dann eben halt die große Frage. Ah, irgendeine Impfung der Einwohner haben wir jetzt erforscht. Was ja natürlich auch eine sinnvolle Sache ist. Hoffe, dass jetzt die Kohle wieder da ist. Ja. Das heißt, wir können den Einkauf von Strom aus dem Ausland wieder zurücknehmen und wieder Strom ins Ausland verkaufen.
und die eigene Produktion sozusagen wieder starten lassen. Oder müssen dafür sorgen, dass hier die Anlage eben halt wieder schnellstmöglichst hier das Lager mit Kohle wieder voll bekommt. Was ja auch zum Teil auch geschieht, was jetzt sehr, 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 sehr schnell geschieht. Dann ist, sobald das Gebäude hier oben natürlich voll ist, fangen sie dann an, das Gebäude hier mit Kohle wieder aufzufüllen. Gut. Dünger ist ja auch noch relativ viel da. Fällt ja hier auch immer wieder was an. Aber haben wir jetzt auch einiges wieder hier hingebracht, ne? Ja. Gut, der Bauernhof ist dann auch fertig. Können wir auch schon mal landwirtschaftliche Fahrzeuge zuweisen. Auch für, unter Verwendung von Modfahrzeugen. Das würde ich dann dem Bagger ansetzen. Hat eine gute Durchschnittsgeschwindigkeit. Kaufen wir 3, 4, 5. 5 Stück. Dann noch 4 Mähdrescher. 1, 2, 3, 4. Einmal die Unterbrechung abwarten. Ich glaube, jetzt haben wir die vierte Maschine. Und dann noch müssten es 3 LKWs sein. Und dann nehmen wir wieder den, wie hieß das Fahrzeug nochmal? Star 28 als Sattelschlepper. 3 Fahrzeuge. Und dann können wir hier auch noch mittelgroße Felder sozusagen noch mit anlegen. Kommt hier das erste Feld hin. Da oben neben gleich das zweite und so weiter, bis wir hier sozusagen die Grünfläche mit den Feldern voll haben. 5 Stück. Gut, bis dahin müssen wir anschließen und dann jetzt noch die einzelnen Felder mit an die Straße. Und die weisen wir jetzt dem hier ja natürlich auch noch alles mit zu. Hier zwischen können wir vielleicht noch ein kleines Feld reinsetzen, damit wir eben halt nicht so viel an Leerfläche sozusagen hinterlassen. Gut. Das nehmen wir dann auch noch mit rein. Und dann fangen die Trecker dann wahrscheinlich auch gleich an. Ne, die fahren erstmal tanken. Und sobald sie dann wahrscheinlich fertig sind, hoffentlich ist dann noch genug Zeit, dass sie dann hier auch mit anfangen können. Neues Fahrzeug verfügbar. Der Star 200. Militär, Snowflow, Foodtruck. Öltank mit Anhänger, ohne Anhänger. Autosan. Mal gucken, was das alles bedeutet. Gehen wir mal auf offenen LKW. Gesamtfläche. Star. Wo haben wir das Fahrzeug? Da haben wir das Ding. Kostet. Ah, das ist das neue Fahrzeug. Okay. Hier haben wir es auch mal mit offener Ladefläche. 10.000, 10.000. Bei der Transportmenge hat sich da eigentlich nichts geändert. Da könnten wir dann auch theoretisch hier. Doch, Aluminium 10 und hier nur 9,5. Also ein bisschen hat sich zum Teil was geändert. Aber bei den Sattelschleppern ist eigentlich alles gleich geblieben. Da können wir auch noch die alte Variante nehmen. Welches Jahr haben wir denn? 76, also haben wir das Fahrzeug noch für ein paar Jahre noch auf Pet, sozusagen zur Verfügung. Also werden wir das auf jeden Fall weiter mithin verwenden, das Fahrzeug. So, das Gebäude ist dann jetzt auch fertig. Weiß ja jetzt nicht, auf was ich das einstellen soll. Hatten wir hier irgendwas? Nein. Gut, dann nehme ich das hier runter auf 1, so dass wir hier Bewertung 3.0 haben. Die Versorgungsbüros oder Verteidigungsbüros haben wir hier.
sagen wir, dass er hier und hier die Gebäude auch mit Sachen natürlich versorgen soll. Und die Kleidung kommt hier zum Teil von hier oben. Es soll ja hier auch mit hingeliefert werden. Gut, das Problem haben wir dann jetzt auch zum größten Teil auch gelöst. Wir können hier die Gehwege anschließen. So, dann können wir die Gehwege anschließen. Dann will ich jetzt einmal kurz mal gucken, ob die Busse hier auch die Haltestellen erreichen können. Leider nein. Dann bräuchten wir bald hier unten noch eine weitere Bushaltestelle. Oder ich kann auch hier die Bushaltestraße zurückbauen und dann auch dort noch eine Haltestelle einrichten. Aber ist dann jetzt erstmal noch so eine Frage, wo dann sozusagen die nächste Bushaltestelle hinkommt. Strom müssen sie dann... Ist das immer noch nicht fertig oder was? Oh Mann! Ich dachte, das kriegt jetzt auch noch Strom ab. Hat das nicht so einen hohen... War der Radius nicht früh größer? Scheiße. Dann brauchen wir hier auch noch ein weiteres Umspannwerk hier unten. Mist, das habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt. Aber ich glaube, einen Anschluss müssen wir hier oben noch frei haben, ne? Ne, drei sogar. Gut, dann ziehen wir das mal raus hier auf dem gleichen Wege. Und ziehen dann hier bei der Eisenbahn durch. Schließen dann hiermit an. Gut, auch muss das auch auf die schnellstmöglichste Stufe errichtet werden. Damit das dann eben halt alles ein bisschen besser und flüssiger läuft. Die Zuglänge auf 154 Meter ist leider etwas zu lang. Da wir ja die Zuglänge ja nur auf 110 beschränken können. Da ja die Abschnitte nicht so lang sind. Oh, so ein Mist. Gut, die Feuerwehr ist fertig, dann ist hier nichts mehr drin. Können wir auch entfernen. Und hier noch eine Polizeistation mit errichten. Polizei, Polizei, da unten haben wir das Gebäude. Müssen wir nur noch Gelände anpassen. Gut, dann können wir hier die Polizeistation errichten. Und ziehen hier noch ein Gehweg durch, damit die Arbeiter hier auch hinkommen zu ihrer Arbeitsstelle. Also die zukünftigen Arbeiter natürlich. Hier brauchen wir noch Feuerwehrautos. Mal gucken, wir sind keine Mutz-Feuerwehrautos dabei. Welche Feuerwehr nehmen wir dann jetzt da? Natürlich möglichst billig, aber mit vielen Leuten drin. Da sagt sich eher das Fahrzeug natürlich an. Und dann stellen wir das dann auch hier schon mal zur Verfügung. Hier auf hohes Niveau stellen. Okay, Lebensmittel sind jetzt hier schon, ist schon etwas da. Aber wird natürlich auch nicht für lange reichen. Brauchten wir noch ein paar gedeckte LKWs. Und da nehmen wir ja dann den Star natürlich. Essen, Essen. Da ist wirklich alles gleich geblieben. Von der alten, bei der neuen, da ist alles gleich geblieben. Nur bei der Solo-Variante oder mit den Sattelzuganhänger, da hat sich ein bisschen was vermehrt. Aber wir nehmen die Variante 3 Stück. Und dann sollte sich das auch schon wieder bessern. So, ist jetzt alles aufgefüllt. Ach, um die Straße hier zu bauen, alles klar. Waisenhaus. Was war das Problem? Achso, nicht genügend
Tutorial sozusagen hier in den Gebäuden. Hier ist es noch einigermaßen in Ordnung. Aber hier wird es schon wieder ein bisschen mangelhafter. ja. Erforschen können wir jetzt eigentlich erstmal nichts Besonderes. Das wäre eine Möglichkeit, längere Pipelines zu bauen. Ein paar Plätze für Parteimitglieder, Luftverkehrsstudie und Containernorm. Da lasse ich erstmal nochmal so alles. Ändere ich jetzt nichts ungefähr oder auf die nächste Stufe oder etc., wie man es auch betrachten will. Aber wieso fahren die... Ach, deswegen. Ich muss das ja hier jetzt auch anpassen mit dem Verkehr. Hier einmal Durchfahrt gewähren. Hier Durchfahrt gewähren. 3 bekommt... Vorfahrt und 2 und 4 kriegen Vorfahrt. 3 kriegt Vorfahrt gewähren. Das ist 1. Vorfahrt gewähren. Nee. Was machen wir denn da? Das lassen wir so. Und 5 kriegt auch Vorfahrt gewähren. Gut, das übernehmen wir dann so. Hier müssen wir das auch so machen. Und auf der gegenüberliegenden Seite. Vorfahrt, Vorfahrt und hier Vorfahrt gewähren. Ne? Ja. So müssen wir das dann jetzt hier so einrichten. Gut. Hier sind dann jetzt wieder Lebensmittel wieder da. Sehr schön. Da oben wird auch wieder was angeliefert. Wunderbar. Wohnungsbau ist hier auch im vollen Gange. Sehr schön. Gut, dann haben wir da oben ja auch wieder einiges am Wohnraum zur Verfügung. 1000 Leute werden wir wahrscheinlich... 300 oder 370, wenn ich das richtig sehe. Müssen wir einmal kurz mal abwarten, bis wieder gespeichert ist. Aber dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Luft. Auch noch einige freie Wohnungen auch dann natürlich noch mit zur Verfügung. Gut, hier ist auch noch Erntewuchs sozusagen noch mit dabei. Wird benutzt. Gut, hier nehmen wir jetzt die Pflanzen mit auf. Aber bringen sie dann jetzt nicht mehr zur Grenze. Damit ist Schluss. Hier soll er auch die Pflanzen mit aufnehmen. Werden wir dann zur Not da auch noch weitere LKWs kaufen. Und sagen wir, dass er es hier abladen soll, die Pflanzen. Und zwar zu 100%. Und dann werden wir anfangen, die Pflanzen hier hoch zu transportieren. Hier unten müsste ja auch schon was drin sein, ne? Oder die fangen... Ne, das ist ja ihre erste Saison. Hier ist auch der Bauernhof fertig. Kaufen wir hier auch noch die Nutzfahrzeuge. 2, 3, 4, 5 Traktoren. 4 Erntemaschinen oder noch 3 LKWs. 1, 2, 3. Dann müssen wir hier auch noch weitere Felder mit errichten. Auf der Seite könnten wir vielleicht sogar auch ein großes Feld mit anlegen. Jo, hat sogar auch noch genügend Platz, dass wir auf der Rückseite auch noch was machen könnten. Nur da muss ich noch mal ein bisschen genauer reinzoomen, um zu gucken, dass ich das Feld hier auch möglichst dicht aneinander bekomme. Kommt hier gleich nochmal daneben, gleich das nächste große Feld und dann noch ein drittes. Und auf der gegenüberliegenden Seite hätten wir dann auch die Möglichkeit dafür. Allerdings passen hier nur 2 rein
Gut, das weisen wir dem jetzt alles zu. Dass er sich um die 5 erstmal kümmern kann. Die beiden machen die hier unteren. Und dann setzen wir hier oben nochmal eine Bushaltestelle rein. Und verlängern noch den, die Linie von Ljuslav Nummer 2 nochmal ein Stück weiter runter. Gut, da nehmen wir auch nochmal das Baubüro von hier für die Arbeiter, dass die hier auch hingebracht werden, um die Straße zu bauen. Und ziehen auch nochmal einen Gehweg mit raus, damit die Leute natürlich einen etwas kürzeren Weg haben, um zu den Feldern zu kommen. Hier hinten kriegen wir keine Arbeiter hin, dafür ist der Weg zu weit, aber immerhin bis hier. Gut, und die Pflanzen werden wir, wie dann gesagt, bis hier unten hin transportieren. Wusste ich es doch, jetzt fängt... Achso, nee, alles gut. Da hatte ich auch noch nichts geändert habe bei den Einstellungen. Und jetzt füllt sich das hier auch wieder. Also erstmal wieder keine Probleme. Aschelager ist voll. Gut, dann müssen wir hier jetzt nochmal sagen... wie sieht es denn hier aus? Können wir hier unten schon Metallschrott ansammeln lassen? Ja, sehr gut. Dann ziehe ich... Moment, brauchen wir jetzt die LKWs dafür? Das heißt, ich muss nochmal wieder einkaufen. Müll-LKW mit Absenkcontainer. Immer wieder dasselbe Standardfahrzeug. Und dann fangen wir an, das erste Freilager hier, wo der ganze Metallschrott, wie zum Beispiel hier drin liegt, zu entleeren. Bringen das dort runter. Also damit das Gebäude erstmal hier voll gemacht werden kann. Also wird das da voll gemacht. Und sobald das Lager dann hier unten frei ist, dann bringen wir dort hinten dann die Asche runter, die sich ja dann hier ansammelt. Müssen wir auch nochmal hier Häkchen reinsetzen. Das ist da alles drin. Das müsste der LKW sein, den wir gekauft haben. Ne, ja. Gut. Soll er hier... Wo haben wir das? Hier Metallschrott mitnehmen. Beladen. Und hier abladen. Metallschrott. Das nehmen wir raus. Und dann soll er jetzt mit der Arbeit loslegen. Wo haben wir denn das Fahrzeug? Da, fährt dort jetzt hin. Holt die erste Ladung Metallschrott ab. Und transportiert sie dort unten hin. Ach so, stimmt ja, muss ich sagen, dass er hier gemischten Müll mitnehmen soll. Gut, dann lasse ich ihn jetzt noch einmal umdrehen, um zu gucken, ob er es jetzt macht. Halt, 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 halt. Jetzt kann er Metallschrott mitnehmen. Ich muss das hier erstmal umstellen, damit er es auch überhaupt erkennt. So, jetzt füllt er sich auf und das kann ich jetzt hier auch alles umstellen. Von gemischten Müll auf Metallschrott. Gut. Obwohl, hier haben wir ja noch zwei Plätze frei. Dann können wir hier nochmal sagen, dass wir die noch mit reinnehmen hier in die Liste. Einmal auf Pause stellen und dann mal gucken, was er dazu dem Gebäude sagt. Hier soll er gemischten Müll abliefern und hier unten ebenfalls dasselbe. Und dann holt er jetzt was? Nee. Nee, nee. Nee, nee, das lassen wir. Das lassen. Das lassen wir. Das
Das heißt, ich muss dann hier noch ein weiteres Verteilungsbüro nochmal mit errichten, der dann die Sachen, die hier anfallen, auch wieder zurückliefert. Schade. Gut, da unten haben wir die Verteilungsbüros. Gut, hier Straße einmal bauen lassen und alles schnell errichten. Hier haben wir auch noch ein technisches Büro. Können wir auch die Straße mit anschließen. Gut. So, die Lager sind hauptsächlich relativ sehr gefüllt. Und hier ist der LKW noch dabei, Metallschrott aufzuladen. Okay. Gut. Ah, die Anlage ist auch fertig. Bushaltestelle ebenfalls. Dann ziehen wir jetzt hier einmal einen Gehweg einmal hoch. Dass die Arbeiter dann auch hier hoch entlang kommen. Halt, Moment, da habe ich die Straße vergessen, ne? Ja, scheiße. Gut, den Gehweg nehmen wir hier nochmal raus. Schließen nochmal das eine Freilager noch mit an. Lassen das einmal schnell fertig bauen. Und den Gehweganschluss können wir dann auch hier unten mit anschließen. Gehen dann so wieder zurück, wie wir eben schon auch gekommen sind. Können wir hier auch noch mit anschließen. Alles wunderbar. Gut, hier wird es noch ein bisschen dauern, aber das ist dann jetzt auch kein großes Hexenwerk sozusagen. Gut, haben wir auch schon wieder einiges erreicht und auch einiges geschafft. Hoffe, es hat euch wieder gefallen und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr weitersehen wollt, könnt ihr, oder wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bei Fragen oder Kommentaren könnt ihr ruhig in der Kommentarecke natürlich unten was da lassen. Bis denn und tschüss!